Logisches, hey ho! Hi, willkommen zu diesem ganz besonderen Real-Life-Video, denn wir werden heute einem deutschen Trend auf die Spur. Auf die Spur. Joko, bevor wir irgendeinen Trend durchsuchen, solltest du Deutsch lernen. So, und zwar werden wir heute etwas sehr Gefährliches tun. Wir werden heute einem deutschen Trend nachgehen, der eigentlich quasi schon wieder am Abklimmen ist. Ich werde heute in etwas baden. Aber nicht in irgendwas, ich werde in eurer Fanpost baden, was das bedeutet. Ihr konntet mir die letzten Wochen schon Fanpost schreiben. Wo ist das Schild, wo drauf steht, wie die Adresse ist? Ah, ja, bis. Und zwar an das Fanpostfach. Hashtag Logo Postfach 12180485 Torgau. Da konntet ihr mir jetzt die letzten Wochen schon Fanpost hinschreiben und das wird natürlich auch weitergehen. Und ich habe heute einfach mal gedacht, wir werden etwas Gefährliches, Jackass-mäßiges tun. Ich werde mich jetzt in die Badewanne mit allen Fanbriefen legen. Wie viel Fassungsvermögen hatten die Wanne? So, vorab, ich entschuldige mich für den Hall. Hier ist natürlich ein Bad und ich nehme mit der Lekria auf. Also ich versuche zumindest die Audio, denn ich habe auf meiner Kamera keins von diesen coolen Kameramikes, weil ich nicht so der Real-Life-YouTuber bin. Trotzdem werde ich heute in der kompletten Fanpost baden, ja? Leute, nicht nachmachen. Das ist scheiße gefährlich, ja? Ich habe das schon bei vielen anderen YouTubern diesen Trend gesehen und ich werde das heute übertreffen, ja? Und zwar werde ich in der kompletten beantworteten Fanpost baden, die ihr mir zugeschickt habt. Und da würde ich sagen, let's go. Wir können die Wanne füllen. Oh. Ich kann nur weiter. Okay. Ich muss eigentlich noch was über meine Schulter nur. Man muss ja auch ein bisschen baden hier. Das ist so. Noch mehr. Okay, so. Nur ein bisschen hier so. Wurde mich. Ja? Yeah. War das alles? Yeah. Noch mehr! So, schön. Wow. So, das ist alles Fanpost. Ein bisschen vorne liegt alles voll mit Fanpost. Bin richtig eingeflüstert. Hier, das sind doch alles. Das ist jetzt nicht irgendwelches Füllpapier. Sondern wir haben hier wirklich alles voll. Das ist einer der coolsten, finde ich. Da ist das Bild mit außen aufgeklebt. Bin komplett damit eingedeckt. Hier, alles voll. Jo, Leute, jetzt bin ich. Ich will euch mal ein bisschen das Gefühl beschreiben. Es ist so, als würde ich. Es ist besser als sauber. Es ist besser als sauber. Es ist einfach klinisch rein. Es ist so. Es ist Baden, aber ohne Wasser. Es ist so eigentlich verdammt cool. Wenn ich schon mal hier liege, kann ich mich ja schon mal für die ganze Fanpost bedanken. Was man übrigens nicht sieht. Sind hier diese ganzen Stapel an Kartons, die da noch sind. Da alles voll. Alles voll. Regie! Ich komme hier echt nicht mehr raus. I want something new. Ich werde jetzt noch eine Sache machen, ich werde jetzt noch untertauchen. Wenn das. Das Gefühl, es ist amazing. So, zurück aus dem heiligen Bad, kann ich so viel sagen wie, es war erfrischend und vitalisierend. Das dürfte eigentlich fast alles dazu sagen. So, ich wechsle eben hier auf die Lekria und zwar habe ich hier überall noch Pakete. Hier sind noch die großen Pakete, hier sind noch ganz besondere Fanarts, die werde ich euch gleich noch zeigen und hier oben ist richtig cool gebastelt. Aber wir switchen erstmal kurz wieder zurück und zwar nochmal an alle, die mir was zuschicken. Wenn ihr gerne ein Autogramm oder ähnliches zurückhaben wollt, müsst ihr aus Deutschland noch extra Briefmarken mit reinpacken oder dazu packen. Also das dürfte man schon von anderen Fanbrief-Postfächern kennen. Und ich bekomme ja nicht nur aus Deutschland Post, sondern auch aus Österreich, der Schweiz und sogar aus Tschechien. Aus Tschechien. Da ist es ganz wichtig, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, die Briefmarken, wenn ihr welche mit reinpackt, gelten in Deutschland nicht. Deswegen müsst ihr noch Geld mit reinpacken. So ein Euro oder, weiß nicht, 1,20 Euro oder sowas. Da kenne ich mich nicht aus. Da müsst ihr einfach mal bei eurer Poststelle fragen, wie das ist. Viele
kleben auch zu wenig drauf. Da ist es auch ganz einfach. Nehmt einfach den Brief und geht dann jetzt in Poststation und fragt dort, wie viel das kostet, den Brief loszuschicken. Dann könnt ihr gleich dort bezahlen. Die kleben euch das drauf und tun den Brief weg. Ich hatte halt jetzt schon das Problem, wenn ihr da zu wenig drauf klebt, dann werden die Briefe zwar zugestellt oder teilweise zugestellt, aber ich muss Strafe dafür zahlen, wenn ich die dann haben möchte, weil ihr zu wenig draufgeklebt habt und die dann nicht komplett zugestellt wurden. Das als kurze Ansprache dazu. Aber jetzt kommen wir zum richtig coolen Teil. Wir packen noch den Rest aus, was es hier dazu gab. Und zwar gibt es von zahlreichen Usern, die mir Süßigkeiten schicken. Oder coole Boxen, die sie von ihrem letzten Taschengeld gekauft haben. Danke für so eine coole... Also wirklich danke für sowas. Ich nehme das mal rüber. Das ist ein richtig coole Bild, was schon die letzten Tage im Hintergrund stand von mir und Michelle. Ein Hus hier, der die Papp postet. Wirklich für sowas danke. Viele Leute schicken so coole Bilder. Das kann man gar nicht beschreiben, wie richtig fresh das einfach ist. Oder manche Leute lassen sich sogar was für den Briefumschlag einfallen, solange er dich nicht zu hart beklebt und die Post das auch noch entziffern kann, wo der hin soll, ist das ja alles ganz cool. Viele Leute schicken mir auch private Bilder von zum Beispiel ihren Haustieren oder ihren Geschwistern oder wer in der Familie mich zum Beispiel auch guckt. Ich feiere das einfach mega. Oder hier solche Bilder. Ich wusste gar nicht, dass man bei der Post direkt ein Bild ausdrucken kann, was dann zugestellt wird als direkte Postkarte. Wie auch immer derjenige das entdeckt hat, wie das geht, das wusste ich echt noch nicht. Hier sind so ein Haufen coole Huste, der die Family Fanarts mit dabei, die sogar richtig hochwertig gemacht sind, dass man die aufstellen kann. Und ich bekomme sogar Briefe, zum Beispiel den hier von der Miriam. Die hat gefragt, ob ich alle Briefe lese. Natürlich lese ich alle Briefe. Und dann habe ich hier noch einen Berg an geilen Fanarts. Prop Hunt oder Heide Zieg oder wo ist der Wein? Das kenne ich schon von Twitter, ja, die kennen die meisten hiervon, kenne ich schon von Instagram, da like ich die übrigens. Und hier solche coolen Bilder, ich feiere das einfach alles. Da wollte ich mich bei euch bedanken, weil diese ganze Fanpost-Sache ist so eine richtig, richtig coole Aktion. Also ihr schickt mir manchmal so wirklich so geiles Zeug zu, dass man wirklich die ganze Zeit lächelt, wenn man das Zeug gelesen hat. Wie viele, was für Formate ihr feiert, was ihr gerne guckt, ob ihr das zum Beispiel mit euren Geschwistern, euren Freunden guckt und sowas. Und ich habe auch schon Briefe bekommen, dass ganze Clubs mich irgendwie gucken oder zum Beispiel sogar fast ganze Klassen und das ist einfach wirklich eine mega coole Sache und mich baut das wirklich auf und mir gibt da, das gibt, sowas gibt mir die Kraft zu sagen, yo, ich setz mich hin und schneide gefühlt 8 Stunden an so einem 13, 14, 15 Minuten Video wie das von gestern und deswegen heute auch die Aktion, ich habe so viel Fanpost bekommen, dass ich mir vor fast einer Woche schon gedacht habe, yo, ich warte darin und dann schon wieder eine Woche vorbei war und ich noch mehr Fanpost hatte. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das schon gesehen, dass ich letzten Sonntag die ersten beantworteten Briefe zurückgebracht haben. Das geht aber nur, wenn ihr den richtigen Absender draufschreibt und wie gesagt die Sache mit der Briefmarke richtig funktioniert. Aber ich habe mir so die wichtigsten Sachen mal hier drauf notiert, was viel gefragt wird oder besser gesagt, was viel im Raum steht, was ihr damit reinschreibt. Zum Beispiel kam auch oft die Frage, warum hier im Winter oder öfters Taschentücher auf dem Platz liegen. You know it. Nein, ich bin einfach andauernd nur krank und hab Schnupfen wie momentan. Viel wird auch noch nach Roomtour gefragt. Wenn ihr gerne mal eine Roomtour wollt, dann schreibt's mir in die Kommentare, slayt einen logischen Daumen nach oben durch, dann muss ich da mal gucken, dass ich hier was hinkrieg. Vor allem wird viel auch gesagt, ich soll Michelle, Nick und die anderen grüßen. Das werde ich auf alle Fälle tun. Gestern habe ich Michelle bei WhatsApp zum Beispiel schon einen Brief und 2 Fanarts zugeschickt, damit sich das durchlesen und anschauen konnte, was da zugeschickt wurde, weil vieles wird hier auch an Nick oder Thomas geschickt und das versuche ich so gut es geht weiterzugeben, ist klar. Und viele wollen halt wie gesagt, gegrüßt oder angerufen werden. Und das ist so eine Süße, das ist so verdammt süß, diese ganze Aktion. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich bin eigentlich schon seit ich gebadet habe total sprachlos. Ich habe hier unten jetzt noch die Pakete, die wollte ich ja mit euch zusammen rauspacken. Zum Beispiel das hier. Ja. So. Boah, so. Und dann schicken mir Leute so eine coolen Fanarts hier zu. Wirklich, das ist so verdammt cool. Solche kleinen gebastelten Figuren, die dann im Hintergrund stehen. Fanpiefe. Boah. Leute, ihr macht mich noch fett, wenn ihr mir mehr Süßigkeiten zuschickt. Yeah. Oder zum Beispiel solche Pakete hier. Man kann mir Pakete zuschicken. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Pakete alles richtig, dass das alles so postkonform ist wie mit dem Zuschicken. So, so ein Logo-Kopf. Das ist einfach, das ist cool. Oder... So, dieses Paket hier, das kann ich jetzt sehr schlecht auspacken, weil da drin alles mit Glitzer voll ist. Als ich das erste Mal da reingegriffen habe, kennt ihr ja diesen komischen Glitzer, der dann überall haftet. Und hier sind halt auch so richtig coole Fanarts mit drin oder mehrere. Oder manche Leute schicken auch so gesammelte Pakete, kann man sagen. Also da sind dann, das hier ist zum Beispiel ein Sammelpaket, was nicht nur an mich geht, sondern zum Beispiel steht für Logo, für Michelle. Unten sind so kleine Pakete für Nick und so, die habe ich noch gar nicht geöffnet. Die muss ich gucken, dass ich denen irgendwie zukommen lasse. So, und viele Leute schicken hier zum Beispiel auch sowas zu. Das sind halt diese ganzen coolen Kleingebastelten. Oder zum Beispiel hat mir das hier was ganz Besonderes, ne? Da, das ist so ein Glücksstein. Das ist die ganze Who's Your Daddy Crew und mein Logo und so. Das ist alles so mit diesen, wie heißt das, die man so bügelt dann. Und dann sind die so, oder im Ofen macht. Und dann sind die so zusammenhängt. Das ist
Das ist einfach fucking cool. Zack, ganz behutsam und ja. Yeah. Ja, und das war's quasi zu der ganzen Aktion mit den Fanpostbaden und dieses ich bin sprachlos. Wirklich danke für die ganzen coolen Briefe, für die ganz coole Aktion. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen fetten, logischen Daumen nach oben durchsnellen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dahin bleibt ihr logisch, haut rein und logisches Cheerio. Ciao.